Und damit herzlich hallo zu etwas, das ich gerne eine Aufnahme auf den letzten Schiss nennen will. Wow, wow, wow. So ging das alles. Ich habe schon ewig nicht mehr das Spiel gespielt. Sie schicken die Nationalgarde. Wir machen sie alle. Weil Warner Brothers irgendwie meinte... Ist das? Es gibt im August ein Update. Aber irgendwie bis heute nichts rausgebracht hat. Weißt du, also habe ich gewartet, aber irgendwie umsonst gewartet, wie mir scheint. So. Könnt ihr jetzt bitte aufhören, so einen Krach zu machen? Ich will reden. Gut gemacht, du Trottel. Erst hier. Ach, halt die Fresse, ey. Willst du fangen? So, ist hier oben vielleicht Ruhe auf so einer Brücke? Ah, besser. Mhm. Zuerst stirbt Joker und dann wird die Fledermaus demaskiert. Ab jetzt wird Gotham völlig anders werden. Kann ich nicht irgendwie über ich weiß nicht. Kann ich nicht irgendwo mal hingehen, wo mich keiner stört? Ich bin Batman, ich brauche auch mal meine Ruhe. So, nee, Warner Brothers wollte ein Update rausbringen bis August. Ist bis heute nicht passiert, also spielen wir einfach mit der gleichen Version weiter, die wir so schon die ganze Zeit hatten. Hat ja bisher ganz gut funktioniert. So, hier drin halten sie alle die Fresse. Gut. So, was wir jetzt tun werden, wir werden einfach mal, hier war das, hier? Nein, es war nicht da, es war auch nicht hier, dann war es hier. Hier war das Missionsmenü, so einigermaßen. Ich glaube, wir werden jetzt erstmal einen Pinguin jagen und Two-Face jagen und den Riddler vielleicht auch. Bin mir noch nicht ganz sicher, wen wir alles jagen werden. Aber erstmal Two-Face und den Pinguin. Denn die beiden... stehen gerade aktiv auf der Fahndungsliste und ich versuche immer noch irgendwie das Ende zu erreichen, das noch nicht hundertprozentig in Ordnung ist, damit ich dann halt das Ende nehmen kann danach, was 100% voll... Ihr könnt mir folgen, oder? So, damit das nicht allzu langweilig wird, habe ich beschlossen, ich fange schon mit den DLCs an. Also morgen, also ab morgen, wird es immer im Wechsel geben, wie immer zwei Folgen. Die eine Folge ist dann DLC, die andere Folge ist, wir räumen hier auf, damit ihr da mal einen Plan habt, so eine kleine Übersicht. Ich würde gerne Batarang auswählen, ja? Danke. Wow. Krasse Vasen. Echt krass. Gut. Also ab morgen DLC mit Dings im Wechsel. Wenn ihr das gerade in der Playlist seht, die kommen alle, nachdem das Spiel zu 100% abgeschlossen ist, denn die DLCs. Ich werde mir da wieder die scheiß Mühe machen, die dann alle per Hand zu sortieren, damit das alles auch schön in einer Reihe bleibt. In drei Playlists. Wirk. Warum mache ich mir eigentlich mal so eine Mühe? Ich weiß ja auch nicht. Offenbar sind die Videos, bei denen ich am wenigsten machen muss, die sind wirklich die, die am meisten reinhauen. Sowas wie zum Beispiel ein echter wahrer Held von Tommy Krapp, weiß, wo ich im Prinzip nur eine wackelige Kamera auf die Bühne gehalten habe. Das geht ab wie ich weiß ja nicht. Gucken sich alle an. Dabei ist der Ton von dem Video so scheiße, ey. Das bereue ich die ganze Zeit. Ich habe schon ein bisschen versucht, den Ton zu retten, aber... viel zu retten ist da ja auch nicht, ist so das Problem. Allgemein, ne? Ich war ja auf der Gamescom jetzt. Was heißt? Genau. Ich habe ja sowieso theoretisch viel zu erzählen, will das aber alles blöderweise in einem extra Video abhandeln, deswegen kann ich hier nicht darauf eingehen. Es gibt immer noch ungelöste Rätsel auf Hauptstadt. Was bist du? Dumm? Ach ja? Bist du ja. Wo ich gerade bei Gamescom war und der Riddler mich gerade so schön unterstützt hat, ich wollte gerade zum Thema kommen, Dinge, die mich aufregen. Denn jetzt haben wir wieder, ne, damit ihr euch nicht zu Tode langweilt, können wir ein bisschen labern. Was ich eigentlich alles in Skyrim machen wollte, aber das bringt nichts, da zu labern, da hört nämlich eh keiner mehr zu. Das mache ich quasi nur noch für mich selbst, das Let's Play. Nee, Dinge, die mich aufregen, sind zum einen undankbare Menschen. Undankbare Menschen sind ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Nehmen wir mal so ein Beispiel. Du stellst irgendwen einen Haufen YouTubern vor. Ne? Er maßt sich dann an, der beste Freund von all diesen YouTubern zu sein. Und lässt dich selbst die ganze Zeit wieder totale Vollhorst dastehen. Das ist undankbar. Und asozial und regt mich auf. Was regt mich noch auf? Ach ja, ich hatte ja, ne, FAQ Video 8 ist ja neulich rausgekommen. Ja. Weil ich ja immer gefragt wurde, warum ich so wenig Abos habe, habe ich mir gedacht, okay, machst du Abo-Video. Kein Ding.
kannst du ein Video drüber machen. Wieso du so wenig Abos hast, dann freuen sich alle. So, da ja so viele Leute, die quasi treue Zuschauer sind, diese Frage gestellt haben, dachte ich mir, gut, packst du für die noch ein kleines Gimmick rein. Also, habe ich an der Stelle, wo ich sage, ich könnte ständig Gewinnspiele starten, ein Gewinnspiel in diesem Video versteckt. Ja, aber wer zum Teufel war dann der Joker? Ihr braucht jetzt übrigens nicht dieses Video aufrufen, denn es hat sich mittlerweile erledigt, das Gewinnspiel. Ich habe die ganze Zeit, habe ich mich gefragt, na, wann kommt einer von euch drauf? Wann kommt irgendeiner von euch drauf? Ich war schon so aufgeregt, ich dachte mir, ey, das kannst du Freunden und Bekannten erzählen. Sagst ihnen aber dazu, dass sie bitte nicht das Gewinnspiel für sich selbst beanspruchen sollen und dann irgendwie anderen Leuten, die hier quasi treue Zuschauer sind, den Code wegnehmen, den ich da versteckt habe. Ich sag's mal einfach, ich hatte da... Ich dachte ja immer, dass Batman so etwas wie eine Naturgewalt ist. So wissen, dass die... Ich hatte da in diesem Video einen Steam-Code angezeigt, der, wenn man ihn hätte eingegeben in Steam, ein Gratisspiel beschert hätte. Im Wert von immerhin 10 Euro. So, habe ich jemanden, habe ich eine Menge Leute erzählt in meiner Bekanntschaft und ja, gestern Morgen, ne, du denkst an nichts Böses, kriege ich auf einmal so einen Anruf über Skype und sag mir, ja, ey, der Code hat funktioniert, war voll cool. Ich hätte am liebsten ihm auf die Fresse gehauen. Jener gewissen Person. Das ist nämlich auch asozial. Was kann man noch so machen? Was regt mich noch auf? Langsame Leute. Langsame Leute an sich sind ja kein Problem. Die können ja ruhig langsam sein. Das ist ihr Ding. Was nicht geht, ist, wenn sie mir die ganze Zeit im Weg stehen. Ich verfolge ja die Philosophie, Dings hier. Wie heißt denn das? Leben und leben lassen, ne? Und auch machen und machen lassen. Ihr könnt machen, was ihr wollt, solange mir nicht dabei auf den Sack geht. Das ist so, finde ich in Ordnung, kann man vertreten, so eine Einstellung. Deswegen, Terroristen gehen mir auf den Sack mit ihren Anschlägen, die können nicht machen, was sie wollen. Ne? Einfach. Ich werde nicht gerne gesprengt. Okay, mal blöde Frage, wie bin ich denn da irgendwie... Irgendwas war noch, was wir da unten machen sollen. Ich muss mal kurz ein paar Unhöfe den Leuten auf die Fresse hauen. Ich verliere meine Konzentration, wenn du Arschloch einfach so. Egal. Ganz vergessen, wo ich war. War wahrscheinlich auch Sinn der Sache. Halt die Fresse, ey. Irgendwann gehen mir diese Typen auch mal extrem auf den Sack. Hat sich richtig nach Halloween angefühlt, wobei der Riddler witziger ist. Ich weiß, wo das Waffendepot ist. Sag mir nochmal, was du mir damals gesagt hast, wie man da runterkommen soll. Na, dann halt nicht. Ja, nee, ihr könnt jetzt schlecht irgendwie meinen Sohn bedrohen, denn ja, ich habe keinen Pech gehabt. Na doch. Er hat doch einen, aber den kann man nicht bedrohen. Das wäre höchst fahrlässig, was die eigene Gesundheit angeht. Fehlt eigentlich nur noch, dass dieser Freak aus Metropolis hier reinschneit. Der soll fernbleiben, das ist meine Stadt. Alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Schön an der Gamescom ist ja, dass die ist nur voll mit Leuten, die einem im Weg stehen. Das ist quasi, ne? Was macht die Gamescom aus? Leute, die einem im Weg stehen. Früher dachte ich mal, Dent wäre die Fledermaus. Damals, als Dent noch gut aussah. Okay, man kann ja also auch durch die Tür reingehen. Warum presche ich da jedes Mal durchs Dach? Wahrscheinlich, weil ich Batman bin. So einfach geht das. Irgendwie übers Kanalsystem, oder? Ich finde hier nur gerade irgendwie keinen Gulli. Ich habe dir doch dabei zugesehen, wie meine Eltern getötet wurden. Ich bin trotzdem nicht so selbstgerecht geworden. Sag mal, indem du das sagst, ne? Indem du das aussprichst, macht dich das nicht einfach schon selbstgefällig? Ich muss in Reichweite der Fernsteuerung bleiben. Ich muss in Reichweite der Fernsteuerung bleiben.
Das passiert also außer Reichweite der Fernsteuerung. Die Welt lädt nicht mehr nach. Wo ist denn das Auto? Ja, da hinten ist es. Ich glaube, das Auto hat den Zugang gefunden, den ich suche. So viele ungelöste Rätsel, Detektiv. Nach diesem Zustand der Unvollkommenheit nicht an deiner Seele. La 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 la, ich höre dich nicht, ich höre dich nicht. La 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 la, ich höre dich nicht, ich höre dich nicht. La 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 la, ich höre dich nicht, ich höre dich nicht. La 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 la, ich höre dich nicht. Diddle 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 dumm, ich drehe mich im Kreis herum. Diddle 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 dumm, ich drehe mich im Kreis herum. Vollidiot. Was denn, nur weil ich hier die Böller hab, denkt er, ich komme nicht vorbei oder was? Krieg ich die irgendwie runter? Natürlich krieg ich die irgendwie. Nein, 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 nicht einsteigen, verdammt! Hab ich schon mal erwähnt, dass mich dieses Bettmobil insofern nervt, dass es nicht mehr schwarz ist? Das sieht doof aus, als wäre ich voll der weiße Ritter, bin ich aber nicht. So, jetzt bin ich hier. Achso, jetzt kann ich an dem Ding da ziehen. Nein, 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 nein. Man merkt, dass ich schon ein paar Wochen lang nicht mehr gespielt habe, ne? So, also erstmal. Komm, Winde, 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 okay. Achso. Jetzt ist besser. Laufe ich hier überhaupt gerade richtig lang? Muss ja, oder? Da geht auch noch eine Treppe hoch und ich Idiot nehme natürlich wieder das Fenster. Ist einfach eine Stilsache, weißt du? Ich mache Age of a Rätsel Spaß trotzdem erst später. Was hat denn da gerade Bum-Bum gemacht? Blutflecken oder ist das abgekratzte Farbe? Man ist sich nicht sicher. Ich höre so viele komische Geräusche. Stelle sofort alle Müllpresse in der Inhaftierungsebene ab! Musste sein. Ich sag's dir, der echte Spaß beginnt mit Batman's Tod. Ist heute die Nacht der Nächte. Ganz sicher, der kommt hier nicht lebend raus. Das ist zu viel, sogar für ihn. Wäre jedenfalls nett, diesen Freak ausnahmsweise mal nicht im Rücken lauern zu haben. Sie haben Angst. Hey, Shoulders, wie viel wiegst du jetzt? Bin mir nicht sicher. Beim letzten Mal ging die Waage drauf. Batman kann sich auf eine Überraschung freuen, wenn er hier auftaucht. Du machst Hackfleisch aus ihm, Shoulders. Vergiss dein Headen nicht. So, 6 Punkte. Mir wurde gesagt, über Kommentare, gestern erst, ich sollte mal irgendwie, was war das denn, Unterbrecher ausbauen und das Angstausschalten ausbauen. Nein. Nein. Doch. Oh, hä? Habe ich den Unterbrecher schon ausgebaut? Das müsste ich doch irgendwo sehen, oder? Lichtberechungspanzerung, die wird sowieso nie wieder auftauchen. Minensabotage braucht auch keiner. Betäubungsschock soll... Nö. Rauchbombe, Wirkungsdauer 2? Ja, nee, 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 nee. Freeze-Schuss? Nee, so wie ich das sehe, habe ich den schon komplett ausgebaut, oder?
Sabotiere Unterbrecher. Ja, nee. Nö, ich habe Unterbrecher und Angst ausschalten, glaube ich, schon komplett ausgebaut, wie ich das jetzt. Ist interessant, oder? Mal gucken, was hier beim Kampf noch so ist. Irgendwo muss das ja sein. Ausrüstung ist vielleicht hier. Fortbewegung. Alles voll. Kampf. Alles voll irgendwie. Okay, die Dinger sind sowieso immer voll. Das gibt's doch nicht, ey. Also Batmobilwaffen, da ist das Ausschalten garantiert nicht mit drin. Das Ängstigen, aber ich glaube wirklich, Ängstigen habe ich schon auf 9, auf 9, auf 5 hoch, also. Noch den Ausrüstungseinsatz kurz checken. Nö, nee, also hier, guck, da ist es. Angst-Multi ausschalten, fünffach. Haben wir alles schon. Ist das so? Jetzt gucke ich nochmal kurz den Unterbrecher, ob ich hier irgendwas unterbrechen kann. Ich glaube ja nicht, aber... Ich wüsste jetzt auch nicht wie. Okay, dann werde ich jetzt einfach mal ein paar Leute, ausschalten. So, Leute, und weiter geht's mit unserer heiteren Ausschaltrunde. Wow, der hat gesessen. Dieser Idiot mit seinen bescheuerten Pogo-Sticks. Aber er kriegt sofort ein Ventilationsöffnungsdings auf den Kopf. Was heißt, er wird wahrscheinlich nicht mehr so viel Spaß an diesem Kampf haben. Wenn auch du keinen Bock mehr hast, an diesem Kampf teilzunehmen, treffe mich von hinten mit deinem bekloppten Energiestickchen. Wir wissen, wer du bist. Ja, das hilft dir aber auch nicht weiter, wenn ich das mal so behaupten darf. Wow! Und er wirft mit Vasen. Wer will noch mit Vasen werfen? Ihr wollt noch mit Vasen werfen. Vasen werfen heute ganz groß im Kurs. Wer will Vasen werfen? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Mir fällt schon sehr, sehr wenig ein, was ich überhaupt noch nennen kann. Weshalb ich nur noch Blödsinn rede und ihm mal in den Stock renne, weil ich gerade keine Ahnung hatte, was ich mit meinem Multiplizierer überhaupt anstellen soll. Meine Güte, das ist eine Verkaufsshow heute vom Feinsten und ich hoffe wirklich, dass dieser Kampf sehr bald vorbei ist. Denn mir gehen jetzt wirklich langsam die Kommentare aus. Er will noch ein paar Batarangs, Batarangs for free. Alles in allem ein All-You-Can-Eat-Buffet. Fäuste in die Fresse sowieso immer gerne gesehen. So, was jetzt? Jetzt hat er keine Lust mehr, oder was? Und von hinten. Nieder. Wieso habe ich nur das dumme Gefühl, ich würde gleich in dieses Ding hier eingesperrt werden? Nur so ein Gefühl. Doch nicht. Und ich meine, Nightwing ist da. Warte mal. Heißt das jetzt, der Typ wurde entführt? Wahrscheinlich wurde Nightwing entführt, Leute. Pff, wird immer besser. So, Tür, wo muss ich dich ansprechen, damit du dich schließen lässt? Hier so irgendwo. Macht Nightwing irgendwas anderes derzeit? Nee, wa? Das ist alles so einsam. Kein Joker, kein Nightwing, kein Pinguin, kein gar nichts. Nur du, meine hübsche Lady. Na, wie geht's? Mein anderes Date hat sich schon aus dem Staub gemacht. Also vielleicht wir beide, ne? Ich hab Pinguin. Er ist genau da, wo wir ihn wollten. Dreister kleiner Bastard. Du hast die ganze Nacht von mir genommen, Batman. Zeit, ein wenig von dir zu nehmen. Bats, alles okay. Mach dir keine Sorgen. Alles unter Kontrolle. Alfred,
Du musst Nightwings Peilsender einsetzen und seine Position für mich orten. Master Grayson befindet sich nicht in Gefahr, oder? Der Pinguin hat ihn. Oh je, ich habe ein Signal. Er befindet sich an einem Ort in Otisburg. Beeilen Sie sich, Sir. Wir wissen beide, dass Master Grayson gefährlich leichtsinnig sein kann. Alles unter Kontrolle. Nein, wirklich alles unter Kontrolle, so wie immer. Nein.